Der rote Baron, wie er genannt wird, Boris Becker. Natürlich sind die Zuschauer gespannt. Der erste Auftritt des Weltranglisten-Dritten am Roten Baum, eigentlich auf Sand. Ein Erfolgsturnier, aber es fehlt ja noch der totale Erfolg. Und da kommen sie, die Hauptdarsteller des Tages. Vorneweg der kleine Jaime Isagar und dann Boris Becker. Und hören Sie mal den Jubel. So wird er begrüßt, nicht nur hier, aber auch hier. Und dies auch wegen seiner Erfolge am Roten Baum. 90 im Finale, dreimal Halbfinale. Hier kann er es schaffen, sagen viele. Sagt auch Boris Becker. Ein Königreich, ein Roten Baum für einen Sandplatzerfolg. Und einmal in diesem Jahr war er ja schon ganz dicht dran in Monte Carlo. 2:0 gegen Thomas Muster. Zwei Satzbälle für Boris Becker. Und dann hat er seinen ersten Erfolg auf der roten Asche doch noch in den Sand gesetzt. Und die Frage ist, wie wirkt das Ganze nach? Der Gegner Jaime Isagar, 27 Jahre alt, aus Lima in Peru. Seine Weltranglistenposition 52, auf Sand gehört er weiter nach vorne. Vorteile für den Peruaner auf dem Center Court heute, weil der Belag langsam geworden ist. Boris Becker sagt nein, keine Vorteile, denn wenn der Belag schnell ist und Isagar ist ein Konterspieler, dann hat er ebenfalls seine Möglichkeiten. Also die Erwartungshaltung ist natürlich groß. Vor dem ersten Auftritt von Boris Becker, mal sehen, wer gewinnt. Die Wahl gewinnt. Sie sind zu Hause sicher genauso gespannt wie wir. Es gibt noch ein paar Informationen vor diesem Erstrundenspiel des Weltranglisten-Dritten Boris Becker am Roten Baum. Matthias Kammer. Boris Becker ist wieder in Hamburg. Nach 11 Jahren will der Rote Baron endlich einmal auf einem Sandplatz ein Turnier gewinnen. Besonders nach der unglücklichen Niederlage gegen Thomas Muster in Monte Carlo. Ich glaube, es war gar nicht unglücklich. Es war so, wie Gott es wollte. Aber er muss vergessen, was in Monte Carlo passiert ist, und nach vorn blicken, nach Hamburg, Rom und Paris. Um erst einmal in Hamburg erfolgreich zu sein, trainierte Boris heute weit abgeschieden. An Lockerheit fehlt es aber trotz des Zieles bei Schützling und den Coaches nicht. Auch wenn sie wissen, wie schwierig schon die erste Aufgabe ist. Wenn man gegen diese starken Sandplatzspieler ran muss, muss man wirklich gutes Tennis spielen. Aber Boris ist körperlich stark und das muss er auch sein, denn sein Gegner Jaime Isagar ist sehr, sehr stark auf Sand. We'll just have to wait and see today. He's playing a good player, Jaime Isagar, who's very good in clay. Aber Boris Becker wird schon wissen, was gegen den Peruaner zu tun ist. Diesen Schiedsrichter kennen Sie schon, wenn Sie die ganze Zeit bei uns waren. Gary Armstrong, auch ein guter Bekannter von Boris Becker. Das sind die Daten des besten deutschen Tennisspielers. 27 ist er jetzt, 21:7 die Bilanz in diesem Jahr. Dabei der Turniersieg von Marseille. Becker hat ja in diesem Jahr eigentlich
schon tolle Erfolge zu verzeichnen gehabt. Auch 27 Jahre Jaime Isaga aus Peru. 1,70 Meter ist der in Anführungsstrichen nur groß. Dafür ein Spieler, der an der Grundlinie alles kann, gut passiert, versuchen wird, das Tempo mitzunehmen, das ihm Boris Becker auf den Schläger bringt. Und Boris Becker darf nicht nur nach vorne gehen, darf nicht nur aggressiv Tennis spielen. Er muss auch mischen, wie man so schön sagt, mal Geduld haben an der Grundlinie. Aber das weiß er natürlich ganz genau. Dafür hat Boris Becker so viel Erfahrung und das auch auf Sand. Sehr eigenartig, dass er noch kein Turnier gewinnen konnte in seiner so erfolgreichen Karriere. Aber das ist typisch für diesen Boris Becker. Das sagt er, fehlt mir eben noch. Und ich will es unbedingt schaffen. In der letzten Woche, auch das haben wir schon mal angesprochen, gab es ja für Becker die Niederlage gegen Hendrik Dregmann. Das ist also die Bilanz zwischen diesen beiden. Spielen zum dritten Mal gegeneinander. Der letzte Erfolg für Becker vor gut 5 Jahren in Cincinnati im Viertelfinale. Gary Armstrong, der Stuhlschiedsrichter, heute offensichtlich hier im Dauerstress. Das zweite Match auf dem Center Court. Wie wurde Boris Becker eingestellt? Da ist Nick Bolidieri nochmal in sich gegangen. Längs daneben Axel Palmer. Der Hitting-Partner, wie es so schön heißt. Er macht die Dinge, die der Nick nicht mehr kann. Er spielt Becker die Bälle zu. Dann, wenn der Weltranglisten-Dritte keinen Trainingspartner hat. Michael Palmer selbst früher ein erfolgreicher Profi. Nicht ganz vorne der Weltrangliste, aber ein guter Tennisspieler. So, Boris Becker hat sich dafür entschieden, zunächst zu returnieren, den Aufschlag anzunehmen. Serviert also Jaime Isaga, Niki Pilic. In der letzten Woche als Turnierdirektor natürlich ein bisschen geschockt von der ersten Rundenniederlage von Boris Becker. Aber auch er hatte Verständnis dafür, hatte gesagt, das kann man einfach nicht wegstecken, dieses Turnier von Monte Carlo und diese Niederlage. Deshalb muss man Respekt haben, dass Boris Becker alles versucht hat. Und hat ja auch in München dann doppelt gespielt und das eigentlich ganz gut. Der Start in ein Turnier ist immer ganz, ganz wichtig, auch für Boris Becker. Er hat ja die Philosophie, dass man es eigentlich ein bisschen langsam angehen lassen sollte. Aber er wird hier voll gefordert werden, davon bin ich überzeugt. Dieser Jaime Isaga, das ist ein Kämpfer an der Grundlinie und der wird seine Chance suchen. Es kann losgehen, also erstes Spiel, erster Durchgang, Aufschlag beim kleinen Peruaner. Vom Sender, 15. Thank you.
Von Sendweiler, 15 Uhr. Anfangs Nervosität auf beiden Seiten, zwei Doppelfehler. Das ist natürlich heftig. Erste Breakchance für den Weltranglisten dritten Boris Becker. Tempowechsel. Mats Leis dann wieder Drive, die Vorhand und Rückhand. Und da ist das erste Break. Guter Start also für Boris Becker in diese Eröffnungspartie für ihn. Becker führt also mit 1:0 und vom Roten Baum geht's hinüber zu den Kollegen der Tagesschau. Sie sehen es eingeblendet, Boris Becker führt mit 2:0 im ersten Satz gegen Jaime Isager. Hatte keine Probleme bei seinem Aufschlagspiel, gab nur einen Punkt ab. Bei Aufschlag, Isager. Der Becker Blocker von der Rückhandseite, schulmäßig gespielt. Und die nächste Breakchance für den Weltranglisten. Angriff mit der Slice-Rückhand. Flach gespielt. Wieder über den Slice, diesmal über die Vorhandseite angegriffen und auch diesmal erfolgreich. Das läuft ja leicht und locker für Boris Becker. Bereits der zweite Aufschlagverlust von Jaime Isager.
Hier der 27-jährige Peruaner beim Aufschlag. Natürlich auf seiner Körpergröße nicht gerade der Service der Paradeschlag. Er muss ins Spiel kommen, er muss in seinen Rhythmus an der Grundlinie kommen und das konnte Becker bisher ausgezeichnet vermeiden. Viele Variationen, das ist ganz klar. Und eines steht ja eh fest. Becker ist der bessere Tennisspieler. Becker hat alle Möglichkeiten, natürlich auch auf Sand. Und bisher hat er diese auch genutzt. Die Bandage am rechten Oberschenkel, so Isager vor dieser Partie, nur zum Schutz, nur zur Vorsorge. Bei einer 3:0-Führung schlägt nun Boris Becker zu diesem vierten Spiel auf. Gar nicht so schnell der erste Aufschlag, aber wenn man so platziert, dann braucht man eben nicht mit hoher Geschwindigkeit zu setzen. Und das ist eine Stärke von Isager, da muss Becker aufpassen. Die Returns, vor allem wenn der Peruaner das Tempo aufnehmen kann. Zunächst die verunglückte Rückhand von Becker, da war der Ball ein bisschen versprungen. Jetzt. Ach, schwer zu nehmen, klar, für den Peruaner. 40-15, zwei Spielbälle zum 4:0. Knapp im Aus. Das nächste Ass. 4:0 für Boris Becker. Ja.
Zum ersten Mal passiert Igesaga Boris Becker und dadurch den Punkt schon für Becker gesehen. Nach diesem Return von der Vorhand. Er ist drin. Auch hier hat Boris Becker wieder versucht, mit vielen Variationen zum Punkt zu kommen. Slice, Rückhand, dann Topspin und dann mal Drive. Hier dieser Slice ein bisschen zu hoch und ganz verdeckt angesetzt, dieser Stopp. Hier bei diesem Ballwechsel hat der Peruaner seine Möglichkeiten angedeutet. Gut im Spielaufbau, in der Spielanlage. Als erster die Initiative ergriffen und da war Becker unter Druck. Ganz gut gelaufen von Isaga, das muss man sagen. Da hat er schön gekämpft an der Grundlinie. Und dieses Spiel hat er sich verdient. 4:1 aber die Führung für Boris Becker. Hier sehen Sie die Konzentration von Boris Becker. Und es ist für ihn ganz wichtig, dass er hier erfolgreich startet in dieses Turnier.
dass er auch gegen einen Spieler wie Isager sich durchsetzt. Auch nach der Niederlage von München gegen Dreckmann und von Monte Carlo gegen Thomas Muster. Schauen Sie, wie er den Ball fixiert. Slice rückhand. Mit Sicherheit eine gute Waffe gegen Jaime Isager. Topspin Vorhand. Becker serviert zum sechsten Spiel des ersten Satzes und dies bei einer 4:1 Führung für den Weltranglisten Dritten. Da hat der Becker Glück. Der Kickaufschlag von Becker, der zweite Aufschlag, versprungen. Was soll ich machen, sagt der kleine Isager mit einem Blick zu seinem Trainer. 40-30. Souverän herausgespielt, dieser Punkt von Boris Becker. Wer zu nehmen? Ganz tief für Boris Becker, aber da zeigt er sein Gefühl und seine Übersicht. Vom Sender, 15 Uhr. Thank you.
From center, 15 all. Da hätte Becker ein bisschen mehr draus machen können aus diesem zweiten Aufschlag. Aber 5-2, das ist ja eine beruhigende Führung. Nicht spektakulär bisher, was Boris Becker hier gezeigt hat in den ersten 26 Minuten, aber erfolgreich. Er ist vom Spiel her der Chef auf dem Court und das weiß er auch. Und er probiert natürlich auch einiges aus. Ja, so rum geht es, glaube ich, besser. Dann können die da hinten das auch lesen. Also Becker ist die Nummer 1 auf Sand. Noch nicht. Aber das könnte ja hier am roten Baum werden. Becker und Hamburg, das liest sich ja ganz gut. Das ist der 9. Auftritt von Boris Becker. Im letzten Jahr verlor er zwar gegen Alex Koreccia, den wir gesehen haben, nach 3 Sätzen. Dichtesten war er an einem Sieg in Hamburg 1990, das Finale gegen Juan Aguilera. Allerdings die 3 Sätze hat Boris Becker auch noch bestens in Erinnerung. 2-mal Halbfinale, einmal gegen Henri Leconte, das war 88, einmal gegen Michael Stich, 92. Also, was Becker bisher hier abgeliefert hat, das kann sich sehen lassen. Das gilt auch für den ersten Satz. Er serviert also jetzt zum Satzgewinn und dies bei einer 5-2 Führung. Becker noch kein Überflieger hier in diesem ersten Satz, aber er steht vor dem Satzgewinn und hat Satzball. Eine halbe Stunde gespielt.
Isager schaut sich den Abdruck nochmal an. Ich glaube, der war innerhalb. Er sieht einen anderen Abdruck. Gary Armstrong wird das Ganze jetzt überprüfen. Zweiter Aufschlag. Statt Salzball, also Breakchance für Isager. Sehr hübsch, der Punkt zum Satzball für Boris Becker. Da muss man schon eine Menge Gefühl haben. 32 Minuten gespielt. Erster Satz für Becker mit 6:2. Und so langsam erhöht er auch das Tempo bei seinem Aufschlag ein bisschen. Isager wechselt nochmal den Schläger. Wie zum ersten Satz serviert auch jetzt der Peruaner zu Beginn des zweiten Durchgangs. Ich glaube, das war eine Fehlentscheidung der Linienrichterin. Die beiden Herren auf der Suche nach dem Abdruck und Diskussion jetzt mit Gary Armstrong. So, gucken wir nochmal hin. Also hier sieht es so aus, als sei der Ball aus gewesen. Der war deutlich aus. Die Führung für Herrn Isager. Ich könnte mir vorstellen, dass der Peruaner jetzt versucht, in den Rhythmus ein bisschen besser hineinzukommen. Er hat ja auch in München beim letzten Turnier
Michael Stich gefordert. Das begeistert natürlich die Fans. Boris Becker oben ohne. Ja, dieser Isager hat ja in München in der ersten Runde gegen Michael Stich gespielt. 3 Sätze. Gut gespielt. Und erzählt zu den Vielspielern für ihn schon das 13. Turnier in diesem Jahr. Im Vergleich dazu, Boris Becker bestreitet hier sein 8. Natürlich war Isager auch in der Davis Cup Mannschaft seines Landes dabei, ist da die Nummer 1. Zu 0 die Führung für den Peruaner. Aufschlag Boris Becker. Erster Satz 6:2 für den Deutschen. Das ist das, was ich zu Beginn gesagt habe. Dieser Isager ist auch dann gefährlich, wenn er das Tempo des Aufschlags aufnehmen kann. Die Returns mit seiner stärksten Schläge. Wieder eine Kostprobe eines Rückschlags. Da hat er den Aufschlag von Becker gut gelesen. War früh da mit der Rückhand. Und erneut eine Breakmöglichkeit für den Peruaner. Da ist der Aufschlagverlust. Gute Returns, 3 wirkungsvolle Rückschläge von Isager. 0:2 aus der Sicht von Boris Becker. No,
15. Gespielt. Jetzt Olivieri, Marco Palma. 30 Palma, 30 Palma. Wieder der Angriff mit der Slice Rückhand. 30, 30. Und die Chance zum Rebreak für Boris Becker. Oh, schade. Die dritte Breakchance für Boris Becker zum direkten Rebreak.
Oh, da hat er aber eine große Chance ausgelassen, Boris Becker. Ja, da hat er sich aber ganz schön erregt, Boris Becker. Da hat der Stuhlschiedsrichter den Linienrichter überstimmt, das darf er und das war auch richtig in diesem Fall. Und das zeigt Wirkung bei Becker. Drei Breakchancen hatte er. Und er muss jetzt ein bisschen Ruhe zurückgewinnen. Sonst wird es eng in diesem zweiten Satz. Gegen Isaga, der sich gesteigert hat. Noch Becker. Boris Becker kann jetzt Unterstützung gut gebrauchen. Bei 0:3, das ist ja nur ein Break. Aber er wirkt auch im Moment nicht so souverän. Das ist die Kühnel. Fast nicht erkannt. Der ist für das Handwerkszeug von Boris Becker zuständig und macht das, diesen Job ausgezeichnet. Ja, oft lässt sich Boris Becker ja durch diese Kleinigkeiten auch die Diskussion mit dem Schiedsrichter aus dem Rhythmus bringen. Oft ist es aber auch so, dass es ihm hilft, dass er davon profitiert. Wenn man sich mal so richtig ausgetobt hat, geht es dann mit dem Tennisspielen auch oft viel besser. Zunächst einmal steht es aus der Sicht des aufschlagenden Boris Becker 0:3. Den holt er sich, das war mir klar. Und damit 1:3. Ein überzeugendes Aufschlagspiel des Weltranglisten Dritten, der natürlich hier am Ball gesetzt ist. Hinter den Amerikanern Andre Agassi und Pete Sampras.
North of the same, North 15. Nicht einfach, dieser Schmetterschlag von der Rückhandseite über die hohe Rückhand. Alles aus. 40-30. Becker beschwert sich da, ich kann keinen Ball richtig spielen. Also, Jaime Isager hält sein Service. 4-1. Becker hat da was versucht, das hat man gemerkt. Also, Isager führt in diesem zweiten Durchgang mit 4-1. Es geht weiter mit der Tagesschau. Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Tag, meine Damen und Herren. Mit Totenehrungen und Paraden haben heute die Gedenkfeiern zum 50. Jahrestag des Kriegsendes in Moskau begonnen. Vor Veteranen auf dem Roten Platz würdigte Präsident Jelzin die Koalition der Alliierten gegen das deutsche Naziregime. Dem anschließenden Truppenaufmarsch auf dem Roten Platz blieben die westlichen Staatsgäste aus Protest gegen den Tschetschenienkrieg fern. Auch Bundeskanzler Kohl schaute der Parade nicht zu. Er traf am späten Vormittag in der russischen Hauptstadt ein. Auf dem Roten Platz heute Morgen war fast alles so wie früher. 4.500 Veteranen der Roten Armee defilierten am Lenin-Mausoleum vorbei. Diesmal aber galt der Ehrenmarsch nicht dem Staatsgründer Lenin, sondern dem russischen Präsidenten Boris Jelzin. Früher fanden hier alljährlich Paraden zum 9. Mai statt. Das neue Russland hatte sich bisher damit zurückgehalten. Jelzin bedankte sich bei den Veteranen. Gemeinsam mit den Verbündeten, sagte er, hätten sie Mut und Weitsicht im Kampf gegen den Faschismus bewiesen. Am neuen riesigen Siegesdenkmal, das Jelzin extra für diesen Tag hat bauen lassen, fand am Vormittag eine gigantische Waffenschau statt. Eine Militärparade alten Stils, haargenau nach sowjetischem Vorbild geplant. 10.000 Soldaten, dazu Panzer, Raketen und eine 12-minütige Flugzeugparade. Sowas hatte es seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion nicht mehr gegeben im Land. Helmut Kohl hat wie viele Staatschefs aus Protest gegen den Krieg in Tschetschenien beide Paraden boykottiert. Am Vormittag legte er am Grabmal des unbekannten Soldaten an der Kremlmauer einen Kranz nieder. Danach besuchte er den Friedhof von Lublino am Stadtrand von Moskau, wo deutsche Kriegsgefangene beigesetzt sind.
Nicht alle Moskauer wollten den Tag des Sieges so feiern, wie ihr Präsident es sich gewünscht hatte. Gleichzeitig zur pompösen offiziellen Siegesfeier gab es eine Gegenparade der nationalistischen und kommunistischen Opposition. Mehrere 10.000 Menschen nahmen teil. Der Tenor der Proteste: Jelzin muss raus aus dem Kreml, wir wollen unsere Sowjetunion zurück. Militärparade auch in Grozny. Etwa 1000 Mann der russischen Besatzungstruppen marschierten am Flughafen der tschetschenischen Hauptstadt auf. Trotz der von Präsident Jelzin einseitig verkündeten Waffenruhe haben tschetschenische Unabhängigkeitskämpfer in der vergangenen Nacht russische Stellungen angegriffen. Sie lehnen die Feuerpause als Propagandatrick Moskaus ab und erklärten, dass sie ihren Widerstand nicht aufgeben wollen. Der Kommandeur der russischen Truppen in Grozny rief sie nach der Parade erneut auf, ihre Waffen niederzulegen. Die neue Pflegeversicherung wird in diesem Jahr voraussichtlich einen Überschuss von 5 Milliarden Mark erzielen. Dies sagte der Staatssekretär im Bundesarbeitsministerium Jung der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung. Als Grund nannte er das Verhalten der Pflegebedürftigen. 82% hätten sich das niedrigere Pflegegeld direkt auszahlen lassen, nur 18% sich für Sachleistungen entschieden. Gewaltiger Schüleranstieg im Westen und dramatischer Rückgang im Osten. Dies geht aus der neuen Schülerprognose der Kultusministerkonferenz hervor. Danach wird in den alten Ländern bis zum Jahr 2005 die Schülerzahl um 1,5 Millionen anwachsen. Dagegen werde sie sich im Osten wegen der niedrigen Geburtenraten und Abwanderungen fast halbieren. Das Wetter wechselnd wolkig, vor allem im Norden, Osten und am Alpenrand Schauer. Die Tagesschau meldet sich wieder gegen 16 Uhr. Wir sind zurück auf dem Center Court am Roten Baum. Boris Becker hat den ersten Satz mit 6-4 gewonnen, liegt jetzt mit 2-4 zurück. Aufschlag bei Hanne Isager, der 27-Jährige aus Peru. Früher Aufschlagverlust für den weltranglisten dritten Boris Becker in diesem zweiten Satz. Klasse Passierschlag. Und Becker heftig erregt. Da muss er länger spielen. Das ist klasse. Ja, und da reagiert er nochmal in Richtung Gary Armstrong. Auch hier hat Boris Becker also eine Breakchance.
Ein Senator, dies. Becker unzufrieden, das schleppt er jetzt schon mit sich rum, diese Entscheidung des Schiedsrichters, wo er offensichtlich glaubte, dass der Ball, der Aufschlag, die Netzkante berührt hatte. Und das ist die Folge. Rotz Breakchance. Hält Jaime Isaga seine Führung. 5-2. Ein Break ist es nur. Ja, Isaga muss man immer ernst nehmen. Das ist auch hier deutlich geworden in diesem zweiten Satz. Becker unzufrieden, macht selbst viele Fehler. Kann das Spiel nicht kontrollieren, kann es nicht so diktieren, wie er sich das vorgestellt hat. Und der kleine Peruaner hat hier seine Möglichkeiten genutzt. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie Boris Becker das Ganze wegsteckt, ob er es wegsteckt. Ein souveränes Aufschlagspiel könnte ihm da ein bisschen helfen. Natürlich ist seine Erwartungshaltung auch an Hamburg persönlich sehr groß. Letztes Jahr erste Runde raus, da könnte man ja ein paar Punkte machen. Zwei zu fünf im zweiten Satz, Aufschlag Boris Becker. Das ist klasse, das ist super gespielt von Isaga. Guter Aufschlag. Aus dem Lauf heraus diesen Lob zu spielen, da braucht man schon eine feine Hand. Den macht er auch noch. Das ist ja unglaublich. Das ist ja unglaublich. Unwahrscheinlich. Da merkt man, dass Boris Becker ein bisschen halbherzig an die Sache herangeht. Den Punkt hätte er eigentlich mit dem zweiten Ballkontakt machen können, Becker. Und für diese Aktion hat es schon mal ein Warning gegeben. Versprungen der Ball. Ja, jetzt regt sich Becker über alles auf, was überhaupt nur also betätigt sich als Platzwart. Gut, die Plätze sind natürlich schon ein bisschen strapaziert.
Das sagen alle. Zwei Satzbälle für den Peruaner. Die Folge einer, na, ich möchte mal sagen, schlechten Spieleinstellung von Boris Becker. So kommt er da nicht raus. Der Satz ist weg. Und das wird ganz, ganz eng für Boris Becker. Er müsste jetzt die Dinge, die ihn geärgert haben, vergessen. Das Match geht von vorne los. Und das Publikum versucht, Boris Becker zu helfen. Ganz schwierige Situation jetzt für den Weltranglisten-Dritten. Vielleicht war der erste Satz ein bisschen zu leicht für ihn. Aber einige Fehler hat er sich auch selbst eingehandelt. Ganz knapp. Aber drei Breakchancen für Boris Becker. Die Linienrichterin hat sofort innen gezeigt. Das Break, die richtige Reaktion. Die Diskussionen mit dem Stuhlschiedsrichter sollte Boris Becker jetzt vergessen, sollte er lassen. Das bringt ihn einfach nicht weiter. Er sollte sich auf das Sportliche konzentrieren. Er hat natürlich selbst gemerkt, dass es nicht so gelaufen ist, wie er sich das vorgestellt hat. Auch ein Ausdruck der eigenen Unsicherheit. Eins zu null für Boris Becker. Und vielleicht hat er hier in diesem zweiten Satz gespürt, dass er diesen Kontrahenten, den kleinen Jaime Isaga, auf jeden Fall ernst nehmen muss. So leicht und locker spielt er den nicht aus der ersten Runde raus. Und während wir diese Zeitlupe und diese Studie von Boris Becker hier sehen, werden die Schirme aufgespannt. Eine Regenunterbrechung wäre jetzt auch nicht nach dem Geschmack von Boris Becker, könnte ich mir vorstellen. Der ist auch schon wieder auf dem Court, um zu returnieren. Ja. Dunkle Wolken über dem roten Baum. Glänzt auch im Moment wieder für Boris Becker besser aussieht. Also 1-0 die Führung für Becker. Eigener Aufschlag nach diesem
Break im ersten Spiel des dritten Satzes. Linie entlang gespielt, dann vorne schnell aufgerückt und ein sicherer Flug. Wieder fängt es an zu regnen. Bitte hören, danke. Aber das Spiel wird fortgesetzt. Oder was macht Gary Armstrong? Der schaut sich nochmal an, wie es mit den Linien aussieht. Das ist zu gefährlich, zu glatt. Und es gibt eine Regenunterbrechung nach einer Stunde und 14 Minuten zu einem Zeitpunkt, wo es für Boris Becker wieder ganz gut aussieht in diesem dritten Satz. Der Weltranglisten-Dritte führt mit 2:0. Erster Satz 6:2. Dann Satzausgleich für Jaime Isaga mit dem gleichen Resultat. Ja, die Frage wird sein, ist das gut für Isaga? Er hat auch hier bei diesem Aufschlagspiel von Boris Becker gezeigt, dass man ihn immer ernst nehmen muss. Die Qualität der Returns darf man nicht unterschätzen. Passiert gut. Also, bin mal gespannt, wie lange das dauert. Da sieht das ein bisschen gemischt aus am Himmel von Hamburg. Boris Becker und Jaime Isaga, wie gesagt, in den Kabinen. Und wir gehen wieder in unser Studio zu Gerhard Stelling. So, die beiden sind wieder zurückgekommen.
Und wir sind in einer erneuten Einschlagphase. 3 Minuten haben Boris Becker und Jaime Isager Zeit. Dann soll das Spiel fortgesetzt werden, wenn es denn nicht wieder regnet. Im Moment werden die Schirme wieder aufgespannt. Und dann müssten uns die beiden wieder verlassen auf dem Center-Court. Also Boris Becker nach diesem relativ leichten Satzgewinn im ersten Durchgang mit 6:2. Diejenigen, die dabei waren, haben es gesehen. Das 2:6 aus seiner Sicht. Jaime Isager, der 27-jährige Peruaner, spielte das, was er kann. Gute Returns und auch schöne Passierschläge. Vielleicht hat Uli Könel, den wir eben gesehen haben, mit Boris Becker ein bisschen reden können. Vielleicht war auch Nick Politieri derjenige, der auf Becker eingeredet hat. Es war deutlich zu sehen, die Verärgerung von Boris Becker, das sind dann oft Kleinigkeiten, aber das spiegelt sich natürlich dann auch in der sportlichen Leistung wider. Und nur wenn er das wegsteckt, vergisst und sein Tennis spielt, dann wird er hier in die zweite Runde einziehen. Es ist ja eh nicht einfach für Boris Becker in diesem Jahr. Denn das, was sich da unten in diesem super besetzten Turnier in seiner Hälfte alles tummelt, das sind ja absolute Weltklasse-Spieler. Der Vorjahrsfinalist Jewgeni Kafelnikov ist dabei. Der Titelverteidiger Andrei Medvedev. Michael Stich in der Hälfte von Boris Becker. Pete Sampras. Ja. Und bis er zu denen kommt, da muss er zunächst einmal hier die erste Runde überstehen. Und das wird schon mal nicht einfach. Letzte Minute läuft. Zum Gähnen war es nicht gerade, was wir in den ersten beiden Sätzen gesehen haben. Es war aber auch noch nicht Sandplatz-Weltklasse von Boris Becker. Das möchte er ja gerne spielen. Das hat er zeitweise auch gezeigt. In Monte Carlo beim Einzug ins Finale. Becker ist ja auch einer, der dann gerne mal gegen die Stärken seines Kontrahenten mithält, um zu testen, was da möglich ist. Es hat ihm ein bisschen die Geduld gefehlt, die man bei dem Sandkastenspiel eben braucht, auf der roten Asche. Er kann alles, er muss es nur wollen und er alleine entscheidet dann in den meisten Fällen über Sieg und Niederlage. Ein Turniersieg für Becker in diesem Jahr in Marseille gegen Daniel Vacek. Der Fast-Turniersieg von Monte Carlo. Finale in Mailand, Jewgeni Kafelnikov war dort derjenige, der ihn bezwungen hat. Dann war ja Becker auch im Halbfinale von Stuttgart. Da gab es die deutliche Niederlage gegen Michael Stich. Und jetzt sind wir hier in der ersten Runde von Hamburg bei den German Open. 2:0 die Führung für Boris Becker. Aufschlag Jaime Isager aus Lima in Peru. Front center, 15-0. Dreißig Prozent.
30-15. Spiel Isager. Deine Isager verkürzt also auf 1-2. Becker ein Break vor. Gerade die kurzen Unterbrechungen, das lieben ja die Tennisprofis überhaupt nicht. Rein in die Kabine, raus aus der Kabine. So 10 Minuten, das ist dann gar nichts. Da kann man sich nicht konzentrieren. Und da muss man natürlich aufpassen, dass man den entsprechenden Start wieder erwischt. Isager. 27-Jährige hat ja im letzten Jahr vor allem bei den US Open überrascht. Hat damals Pete Sampras geschlagen. Einer, der eigentlich auf allen Belägen gut spielen kann. Und nur wenn man ihn unter Druck setzt, dann macht er Fehler an der Grundlinie. Und nur wenn man ihn beschäftigt laufen lässt, dann kann er sein Spiel nicht aufbauen, das dann auch mit guten Passierschlägen endet, wie wir auch hier gegen Boris Becker heute gesehen haben. 2-1 die Führung für Boris Becker. Spielzeit 80 Minuten. Becker bittet noch einmal Gary Armstrong, den Stuhlschiedsrichter, die Zuschauer letztendlich veranlassen, sich hinzusetzen. Aufschlag Becker, 2-1. Carlo Drenert, der ja auch zum Becker-Team gehört, verantwortlich für die Fitness von Boris. Hold.
30 Sekunden. Nach Meinung von Boris Becker ist es, der Symbole, keine Frage der Fitness, der körperlichen Fitness, sondern der geistigen Frische, die er braucht, um Sandplatzspiele zu gewinnen. Und da fühlte er sich in München nicht allzu wohl, aber hier vor Hamburg, hat er gesagt, sei seine Konditionen schon wesentlich besser geworden und hier sehe er eine gute Chance, an die Leistungen von Monte Carlo anknüpfen zu können. Zwei Doppelfehler hintereinander, das hatten wir im ersten Satz schon einmal bei Heine Isager. Boris Becker hat also sein Auftaktspiel gehalten und ich glaube, das ist auch gut so. Becker 3-1 die Führung. Nach dem Break im ersten Spiel. Wieder so eine Situation, wo Boris Becker seine Chance einfach nicht nutzen kann. Hier bei diesem Überkopfball. Da hat natürlich Isager ganz gut reagiert. Die Spieleröffnung von Becker war ausgezeichnet, aber dann muss er auch den Punkt machen. Thank you.
Nur noch 3-2 die Führung für Boris Becker. Da hätte er eigentlich noch drankommen können an diesem Ball. Die Variationen aus der Anfangsphase des ersten Satzes, die fehlen im Moment. Auch die volle Konzentration bei Becker ist noch nicht wieder da. Er hat sich mit Sicherheit selbst ein bisschen aus dem Rhythmus gebracht. Versucht sich jetzt, das spürt man ihm an, auch zu beruhigen. Er war durch eigene Fehler nervös geworden. Und er kann am Ende froh sein, wenn er diesen dritten Satz nach Hause bringt. Feuchtigkeit natürlich nicht gerade günstig für Becker. Das kommt dem Peruaner mit Sicherheit entgegen. Der Belag, der Sand, die Bälle werden langsamer. Aber 3-2, Becker ist ein Break vor, das sechste Spiel des dritten Satzes. Viel zu hektisch. Drei Breakchancen für Jaime Isaga. Becker ist unruhig. Fehlt die Sicherheit. Da muss er auch mal einfach einen Ball nur reinspielen. Gefährlich. Wow. Auch der Return nicht schlecht. 30-40.
den Risiken. Da ist der Aufschlagverlust. Drei Beine, Entschuldigung. Oh, das wird jetzt ganz eng für Boris Becker. Jetzt gibt es erneut Bewegung in den Zuschauerrängen. Bin mal gespannt, ob das Spiel fortgesetzt wird. Ja. Es sieht so aus, als würde die Partie erneut unterbrochen. Diesmal vielleicht Isaga ein bisschen im Plus, nachdem er gerade das Break geschafft hat. Aber das will nichts heißen. Hier ist alles offen. Jeder hat einen Satz gewonnen. Becker den ersten mit 6:2. Isaga den zweiten Durchgang ebenfalls mit 6:2 und 3:3. Mit diesem Spielstand gehen die beiden Akteure raus, oder? Nein, die Bälle werden wieder ausgeteilt. Es geht offensichtlich weiter. Becker macht kaum mehr direkte Punkte. Das ist sein Handicap im Moment. Der Wind hat sich ein bisschen gedreht. Natürlich nicht einfach, die Bedingungen, aber für beide. Und jetzt heißt es volle Konzentration und Daumen drücken für Boris Becker. Das siebte Spiel des dritten Satzes. Endlich mal wieder ein herausgespielter Punkt des Weltranglistendritten. No for the same, no 15. Das wäre hier eine gute Lösung gewesen. Das ist ja normalerweise ein Spezialschlag von Boris Becker mit Sidespin. Die Linie. Mit sehr viel Mut. Wieder hat er nach dieser Slice-Rückhand angegriffen. Relativ flach der Ball. Und dann ganz genau die Aktion seines Gegners gelesen. Zwei Breakchancen Becker. Becker schaut sich die Markierung noch mal an, aber die Entscheidung des Linienrichters dort hinten war
korrekt. Eine Brechchance hat er noch, Boris Becker. Ball war aus. Einstand. Ja, deutlich. Er ist überhaupt nicht im Spiel im Moment, Boris Becker. Was riskieren, sonst geht's nicht. Ja, da recht, der spielt schlecht. Breakchancen hat Boris Becker nicht nutzen können und Jaime Isaga führt mit 4:3 und das Spiel wird wieder unterbrochen. Das ist natürlich auch bitter. Also sieht nicht gut aus für Boris Becker im Moment in diesem dritten Durchgang. Spielunterbrechung hier am Roten Baum und wir geben ab zu den Kollegen der Tagesschau. Das ist also der Spielstand. 4:3 die Führung für Jaime Isaga, den 27-Jährigen aus Peru. Erster Satz Boris Becker. Zweiter Durchgang
2:6 aus der Sicht des Weltranglisten Dritten. Vor etwa 8-9 Minuten, da hätte ich noch gesagt, da hat nämlich die Sonne ein bisschen hervorgelugt. Wir werden das jetzt über die Bühne bekommen, also möchte da keine Prognose wagen, denn das Wetter ist so wechselhaft wie die Leistung von Boris Becker in dieser Erstrundenpartie gegen Isager. Alle haben gesagt, das wird ein schwerer Gang werden für Boris Becker. Vielleicht ging es im ersten Satz zu leicht und locker, da hat er auch gut gespielt. Dann gab es diese Unstimmigkeiten mit dem Stuhlschiedsrichter. Das hat Becker nicht weitergeholfen, sportlich. Und nun noch 2 Minuten und die werden die beiden Akteure nutzen, um noch einmal den Aufschlag zu testen. Und das ist natürlich für Becker besonders schwer, denn er serviert jetzt als Erster. Und er muss gleich wieder in den Rhythmus hineinkommen. Ein Aufschlagverlust von Boris Becker jetzt in diesem 8. Spiel. Das wäre sehr bedrohlich. Dann könnte es auch in diesem Jahr zum Erstrundenaus für Becker kommen. Hier in Hamburg am Roten Baum. Letztes Jahr Alex Goretzka, der ja nicht mehr in der Konkurrenz ist. Aber Boris Becker kennt ja diese Dinge seit rund 12 Jahren im internationalen Welttennis mit vorne dabei. Da weiß man natürlich genau, was man machen muss, wenn das Spiel wieder aufgenommen wird, wie man sich vorbereiten muss, wie man sich in der Kabine zu verhalten hat. Nick Politieri war natürlich bei Boris Becker, das ist ganz klar. Michael Palmer, der zweite Trainer links von Politieri, saß die ganze Zeit hier im Regen. Und wir wollen nicht hoffen, dass Becker am Ende hier im Regen steht. Denn ein Turnier mit Boris Becker macht doch viel mehr Spaß. Und deshalb hoffen natürlich hier auch die Zuschauer, Beteiligten und Betroffenen, dass Boris Becker sich doch noch durchsetzen kann gegen Jaime Isager. Isager kann es locker angehen lassen, das hat man gemerkt. Er hat hier nicht den Druck, er kommt aus der Außenseiterrolle. In der Anfangsphase machte er die Fehler, dann kamen die Returns besser, die Passierschläge effektiver. Und damit bereitete der Mann aus Lima, Boris Becker, doch einige Schwierigkeiten. Becker genervt in der Mittelphase des zweiten Satzes. Auch wegen einer starken Leistung von Jaime Isager. Der Platz wurde natürlich nochmal hergerichtet. Über 10 Minuten lag die Plane auf der roten Asche. Man hat noch einmal ein paar Kleinigkeiten ausgebessert. Also die Platzarbeiter haben das ihre dazu getan, dass diese Partie unter regulären Bedingungen fortgesetzt werden kann. Nicht angenehm heute die Temperaturen. Es ist nicht nur kalt, es ist feucht und das ist natürlich auch möglicherweise, wir haben es schon mal angesprochen, ein Nachteil für Boris Becker. Die Bälle sind schwer, der Belag langsam. Und jetzt ganz entscheidend dieses Aufschlagspiel von Boris Becker. Das war jetzt eine Unterbrechung von rund 45 Minuten. Jetzt geht es also weiter. Die Spielzeit, die effektive Spielzeit in diesem Match, 1:40. Ja, die Zuschauer spüren das, dass das wichtig ist für Boris Becker, dieses Aufschlagspiel. Das ist ganz klar.
Ein guter Passierschlag von Jaime Isaga. Aber schauen Sie, wie Boris Becker wegrutscht. Ja, hier rutscht er auf dem Band aus. Das kann natürlich ganz gefährlich sein. Da sieht man es nochmal. Da kann natürlich auch eine Verletzung entstehen. Hatten wir schon öfter. Ich denke an André Medvedev in Stuttgart. Und wieder dieser Passierschlag. 15. Ganz cool, ganz selbstbewusst. Becker. Den letzten Angriff schlecht vorbereitet. Das gibt's doch nicht. 15-14. Ja, nach diesem Return hat Becker gezögert. Und dann schiebt er einfach nur den Ball die Linie entlang, direkt auf den Schläger von Isaga. Und zwei Breakchancen. Da ist das Break. Aufschlagverlust für Boris Becker. Und jetzt wird's eng. Jetzt wird's ganz schwierig. Becker am Boden. Strauchelt er wieder einmal am roten Baum wie im letzten Jahr. Da drauf hat Isaga gewartet, dass Boris Becker nach vorne kommen würde. Und in aller Ruhe kann er passieren. Fünf zu drei die Führung für den Peruaner. Er serviert zum Matchgewinn. Das ist natürlich eine Riesenüberraschung. 15, 15. Drei Matchbälle für Isaga. Mit Glück. Dieser letzte Punkt. So ist es natürlich im Tennis. Becker ist raus. Boris Becker ist erneut in der ersten Runde ausgeschieden. Nach einer Stunde und 45 Minuten. Da winkt er ab. Jaime Isaga schafft die Überraschung. Es ist keine Sensation, aber es ist eine Überraschung. Natürlich war Boris Becker hier der Favorit. Natürlich hoffte er, hier weit zu kommen. Viele sprachen ja von einer Riesenchance hier
das Turnier gewinnen zu können. Aber dieser Boris Becker hat keine Einstellung gefunden zu den Verhältnissen, zu dieser Situation in dieser ersten Rundenbegegnung. Und er ist an einem doch sehr sicher spielenden Jaime Isaga gescheitert. Oh, das ist schade. Darf ich den Ball nehmen? Nein, nein. Noch einmal der letzte Punkt. Das war nicht gut, diese letzte Unterbrechung für Boris Becker. Das muss man jetzt natürlich festhalten. Es war fast zu erwarten. Becker auch nicht so frisch, das hat man im gesamten Match gesehen, mal abgesehen von der Anfangsphase. Und Jaime Isaga schafft also den Dreisatzerfolg gegen Boris Becker, der Weltranglistendritte in der ersten Runde am roten Baum bereits gescheitert. Schade, Boris Becker. Weiter geht's mit